Was bedeutet der Brexit für unsere Wirtschaft? Wie wird der Brexit den Charakter der Europäischen Union verändern? Viele Fragen beschäftigen Europa. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner lädt zur Informationsveranstaltung mit Michel Barnier ein. Er ist der Beauftragte der Europäischen Kommission für die Austrittsverhandlungen mit dem Vereinigten Königreich und somit der Experte zum Thema Brexit. Zum einen bedauere ich natürlich sehr, dass Großbritannien sich entschlossen hat, aus der Europäischen Union auszusteigen, den Brexit. Wir verlieren damit wirklich einen hervorragenden Partner, auch was die Wertegemeinschaft in Europa betrifft, aber natürlich auch einen sehr starken Handelspartner. Und jetzt wird es ganz wesentlich darauf ankommen, wie die Rahmenbedingungen gestaltet werden und welche Qualität der künftigen Zusammenarbeit Großbritannien eigentlich selbst anstrebt. Deshalb war heute die Veranstaltung sehr, sehr wichtig, weil Michel Barnier uns eben zeigen konnte, wie die nächsten Zeitabläufe sind. Wie sind die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zu den Briten einzuschätzen? S'il confirme qu'en quittant l'Union européenne, ce qui était décidé par le référendum, ils veulent aussi ne pas respecter les règles du marché unique et qu'ils ne veulent pas non plus respecter la politique commerciale commune, ils ferment eux-mêmes la porte à ce qu'on appelle le modèle norvégien et le modèle d'une union douanière, c'est-à-dire Norway plus. Ces modèles sont disponibles. Nous pouvons en discuter avec eux, mais pas à leurs conditions, à nos conditions. C'est-à-dire en préservant ce que nous sommes et nos règles. Bayern strebt weiterhin enge Handelsbeziehungen zum Vereinigten Königreich an. Für Bayern ist das Thema Brexit ein sehr entscheidendes Thema. Die bayerische Volkswirtschaft und die britische Volkswirtschaft sind seit vielen Jahren aufs Engste verbunden. Deshalb wollen wir natürlich schon darauf achten, dass weiterhin das Vereinigte Königreich für uns Exportmarkt ist. Auf der anderen Seite begrüßen wir es natürlich auch, wenn Firmen aus dem Vereinigten Königreich auch nach dem Brexit sich hier im Freistaat Bayern engagieren. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung ist die Diskussion im bayerischen Wirtschaftsministerium zum aktuellen Zeitpunkt eine wichtige Orientierungshilfe. Ich fand es sehr schön, dass Herr Barnier sich die Zeit genommen hat, heute hier zu uns in München zu sprechen. Es sind ja doch viele ganz brennende Themen, die auch für unsere Unternehmen in Bayern gerade als großem Exportstandort sehr wichtig sind. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass das Thema Brexit-Verhandlungen in guten Händen ist. Und ich finde es auch spannend von dem Wirtschaftsministerium hier, dass man hier dieses Thema den Leuten näher bringt. Michel Barnier zu Gast in Bayern. Auch für Ilse Aigner. Ein wertvoller Termin. Dass man durch solche Verhandlungen erstmal merkt, welche hervorragende Ausgangschancen wir auch mit einem Binnenmarkt gerade haben, mit einer Verflechtung innerhalb der Europäischen Union. Und das weiß man erst, glaube ich, zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat.